So, hallo und herzlich willkommen. Ich begrüße alle ganz herzlich zum JFD Live Trading TV zur US-Markteröffnung. Wir wollen uns einen, ich sage mal, ganz entspannten Blick auf die Markteröffnung widmen oder gönnen. Große Action oder dergleichen würde ich nicht eingehen wollen, sage ich ganz offen, ganz ehrlich. Ausgehend von der anstehenden Rede Donald Trumps vor dem US-Kongress. Ich habe im Zusammenhang mit den mit dem, warum das so interessant ist, also in meiner Trading-Chatbox einen Artikel vom Handelsblatt gepostet. Das ist natürlich immer so ein bisschen problematisch. Ich hatte das heute Morgen auch schon angedeutet gehabt. Wenn du die Berichterstattung um Donald Trump eben verfolgst, dann stellst du halt fest, es ist eine sehr, sehr sehr einseitige Berichterstattung. Deswegen ist es immer so ein bisschen problematisch, dort eine Berichterstattung zu finden, vorzufinden, wo man das Gefühl hat, dass die einigermaßen neutral ist. Und das bedeutet dann etwas anders, dass in dem Zusammenhang natürlich mal hinterfragt werden muss, aus welcher Perspektive nähert sich der Journalist hier dieser Thematik. Aber alles in allem fand ich das gar nicht so verkehrt. Da wurden einige sehr, sehr interessante Aspekte eben thematisiert, die, ich zeige das mal ganz kurz hier übrigens, also jetzt nicht den Artikel, denn das ist jetzt auch so spektakulär wiederum nicht, aber ganz kurz, dass man den, oder wo man das bei mir da in der Trading-Chatbox findet, also hier, Trading-Chatbox für Dienstag, und wenn wir ein bisschen runterscrollen, dann sieht man, es ist erstmal einiges los, was ja sehr schön ist, und sieht man, findet man hier unten dort den Handelsblatt-Artikel. Also das ist Post, schon mal ganz kurz, 8 ist es. Post 8 ist es, wie gesagt, der fängt das eigentlich relativ interessant ein, glaube ich. Und man ist recht gut vorbereitet im Großen und Ganzen. Man erkennt auch schon hier die Richtung, in welcher dieser Artikel geht. Trumps Quadratur des Kreises lautet der. Das bedeutet also etwas anders formuliert. So, das bedeutet etwas anders formuliert. Wieso, warum, weshalb, wie kann man sich das vorstellen? Es werden nicht einfach Gelder locker gemacht, sondern es wird auch an der einen oder anderen Stelle eventuell umgeschichtet. Es wird über den zum Beispiel darüber diskutiert, wie bestimmte Pläne Trumps hier finanziert werden sollen. Und dort wird dann thematisiert, dass wir im Zusammenhang dass wir im Zusammenhang beispielsweise mit Obamacare einige Milliarden dort freigemacht sehen könnten, die dann an anderer Stelle genutzt werden, um zum Beispiel fiskalpolitische Stimuli auf den Weg zu bringen. Das Problem ist natürlich, du kannst nicht einfach hergehen und Menschen, die das Geld benötigen, das Geld einfach wegnehmen. Das ist dann so die Quadratur des Kreises, von der dort an der Stelle geredet ist. Jetzt mal, also Geld wegnehmen im Sinne von, du kannst nicht einfach sagen, gut, die Sozialleistungen sind in der Größenordnung, jetzt versuchen wir mal irgendwo hier ein Scheibchen abzusteigen, da ein Scheibchen abzuschneiden. Das ist sehr unpopulär, ja, so formuliere ich das mal. Und auch aus der Perspektive wird das dann ziemlich interessant sein. Es wird nicht nur darum gehen, ob Trump hier wirklich Details liefern kann, sondern Trump wird auch zeigen müssen, dass er nicht nur Details liefert, sondern auch, wie genau diese Details dann ausgestattet sind. Und der Markt wird entsprechend darauf dann wahrscheinlich reagieren. Wir sehen jetzt schon erste Reaktionen, während der Dow Jones weiterhin hier im Bereich seiner, Moment übrigens, ich muss das kurz anpassen, im Bereich und leicht oberhalb seiner heutigen Tageseröffnung tradet und hier den Schlusskurs von gestern findet. Das ist die blaufarbene Linie. Wenn wir oberhalb der schließen, dann ist es der 13. Streich in Folge. Das wäre dann ein, Schluss, 13. Schluss in Folge mit neuem Allzeithoch. Also neues Allzeithoch würden wir machen, wenn der Markt jetzt hier nochmal 20 Punkte auf der Oberseite marschiert, 20.844 überwindet. Das wäre ein Rekord, den gab es noch nie in dieser Form. Wäre natürlich erstmal passend, denn wir würden mit sehr, sehr viel Vorschusslobbing ganz offensichtlich in diese Rede vor dem Kongress gehen. Der Dow Jones aus dieser Perspektive tatsächlich aktuell gar nicht mal so interessant. Also wie gesagt, ich zeige das mal kurz, also tradingtechnisch auch jetzt nicht nur für den heutigen Intraday-Handel, sondern derzeit auch noch aus swing-technischer Sicht vielleicht auch. Da muss man, wie gesagt, den Moment abwarten, wenn der Markt wirklich dann auch Schwäche zeigt und eine Korrekturbewegung auf den Weg bringen möchte und tatsächlich diese dann auch auf den Weg bringt. Wenn man sich das eben hier derzeit betrachtet, sehen wir nach oben das Momentum, das lässt deutlich nach. Die Chance-Risiko-Verhältnisse werden unattraktiver für Long-Engagements. Nichtsdestotrotz, wie gesagt, wenn
dieser Markt hier sich durch etwas gekennzeichnet hat in der jüngeren Vergangenheit, dann war es, dass Größe und Korrekturbewegungen definitiv ausgeblieben sind. Da pendelte man in einer Range maximal, aber wirklich eine scharfe Korrekturbewegung, mal eine Regression von, ja, vielleicht eines solchen Impulses hier von 50%, vielleicht auch mal ein bisschen tiefer, dass wir mal hier, das ist ein Bereich ums Ausbruchniveau, dort vom 9.2. Antesten oder dergleichen. Das haben wir lange Zeit nicht zu sehen bekommen. In der Tat sind wir dort jetzt mittlerweile nicht im Dow Jones, sondern im S&P, glaube ich, ist es, bei weit über 90 Tagen, die wir überhaupt gar keine 1%ige Kursbewegung weder nach oben noch unten zu sehen bekommen haben. Im S&P ist es dann auch so, dass wir auf der Unterseite schon seit über 45 Tagen auf eine solche Korrekturbewegung tatsächlich warten. Auch das ist ziemlich selten eigentlich. Also ehrlich gesagt, nicht allzu häufig in der Vergangenheit aufgetreten. Also Fakt ist auf jeden Fall, es gilt hier ein bisschen abzuwarten. Equities, die lösen sich so ein bisschen, aber man bekommt an anderen Stellen eben schon eine sehr, sehr interessante Tendenz zu sehen. Wenn man sich zum Beispiel mal den Dollar-japanischen Yen anschaut, der nach dem gestrigen Aufwärtsimpuls jetzt doch relativ deutlich wieder in Richtung der und auch unter die 112er-Marke gelaufen ist. Ich habe jetzt gerade hier so ein bisschen aus den Augen verloren die Wirtschaftsdaten, die gerade veröffentlicht worden sind, aber soweit ich es gesehen habe, war dort, waren die Daten durchwachsen. Also ein Datensatz, der war relativ gut, der war relativ solide. Das war ein Einkaufsmanager-Index aus Chicago. Ich schaue jetzt mal ganz kurz hier noch parallel, ob ich das finde. Die Bruttoinlandsproduktdaten, die zweiten annualisierten, die dort veröffentlicht worden sind, die sind unter der Erwartung rausgekommen mit 1,9% gegen 2,1% erwartet. US-Verbrauchervertrauen wiederum war besser als erwartet. Also alles in allem durchwachsene Zahlen, aber das sieht man hier auch, die Zahlen als solche sind gar nicht mal so die Haupttreiber, sondern das, was hier der Haupttreiber sind, das sind ganz klar die Zinsmärkte. Und ich möchte da auch in dem Zusammenhang mal ganz kurz noch eine Grafik zeigen, die ich gerade ebenfalls geretweetet hatte. Und zwar, wie flach aktuell sich die Zinskurve darstellt. Also es gab ja infolge dieser hohen Erwartungshaltung an Donald Trump, gab es ja einen sogenannten Inflation Trade oder ein Reflation Trade. Also das heißt, dass die Inflation anzieht, beispielsweise auch durch Border Tax und dergleichen und dergleichen. Also da gab es so die eine oder andere Spekulation, die dazu beigetragen hat, dass der US-Dollar scharf angezogen ist und gleichzeitig auch Equities angezogen sind und dergleichen. Man kann das alles in allem als sogenannten Reflation Trade bezeichnen. Und dieser Reflation Trade hat dann auch gezeigt, es gab dann besonders hier nach der Wahl, also gab es ein sehr, sehr stark anziehendes, eine sehr stark anziehende Inflationserwartung und anziehende Zinsen generell und auch die Hoffnung, dass die Fed eben entsprechend dort beginnt, dann vielleicht zeitnah mit weiteren Zinsanhebungen sich hervorzutun, beziehungsweise Zinsanhebungen nicht nur auf den Weg bringt, sondern mehr auch als von ihr erwarteten zwei Zinsanhebungen auf den Weg bringt. Und es wurde dann bereits im Dezember ja verkündet, dass drei Zinsanhebungen für 2017 denkbar sind. Und man kann sich dann mal ganz interessant Folgendes anschauen, nämlich das Zinsdifferenzial zwischen 2- und 10-jährigen US-Zinsen. Und was hier diese Grafik einfängt von Jamie McGeever ist, dass derzeit dieses Zinsdifferenzial so eng ist wie seit eben der Wahl nicht mehr. Also die Yield Curve, also das heißt die Zinskurve ist aktuell so flach wie zuletzt eben rund um die Wahl. Was darauf hindeutet, dass dieser Reflation-Gedanke, der den Dollar-Japanischen Yen ganz besonders hier so scharf angeschoben hat, diesen Trade, und so Dollar-Yen auf der Oberseite hat explodieren lassen, möchte man schon sagen, dass sich dieser beginnt jetzt gerade umzukehren. Und wir wissen eben auch um die stark positive Korrelation des Dollar-Yen zu den 10-jährigen Zinsen, die eben aktuell unter Druck sind und potenziell auch weiter unter Druck bleiben könnten. Durchaus realistisch, dass wir hier in den kommenden Wochen von aktuell rund 2,4% sind es ungefähr, unter 2% rutschen. Das hört sich erstmal im ersten Moment nicht besonders viel an, wäre aber für Dollar-Yen auf jeden Fall ein sehr stark bärischer Treiber, der uns unter die 110er-Marke drücken könnte. Und wir rutschen bereits jetzt vor der Rede Trumps eben in einen sehr, sehr signifikanten Bereich, nämlich diesen hier um 111,60, 111,50 ungefähr. Wenn wir da drunter fallen, dann ist durchaus denkbar, dass wir hier auch weiteres Abwärtsmomentum in den kommenden Tagen und Wochen zu sehen bekommen, welches uns in Richtung der 107,50 führt. Und es ist nicht nur die Zinsen, die dort hier einen Treiber darbieten könnten. Man sollte sich auch vor Augen führen, möglicher Treiber natürlich auch Risk-Off, was in den Markt kommen könnte. Gerade aktuell entzieht sich der Aktienmarkt noch. Also wie gesagt, 13 in a row steht hier zur Debatte. Das heißt also der 13. Streich in Folge.
Folge, ein Rekord, der eben anstehen könnte, mit 13 Tagen in Folge ein neues Allzeithoch markieren. Wenn dieser Trade sich beginnt umzukehren und diese Umschichtung, die hier auch in den Retail-Bereich stattgefunden hat, wenn Trump nicht liefern kann, der Markt enttäuscht ist und der Markt dann beginnt, zu einer schärferen Korrektur anzusetzen, dann kann, wenn genügend, ich sag mal, Abwärtsdynamik aufkommt, genügend Nervosität, Risk-Off in den Markt kommt, kann das ein zusätzlicher Treiber für Dollar-Yen eben tatsächlich sein. So, und jetzt, wo wir schon dabei sind, Dollar-Yen haben wir uns betrachtet, ich finde auch noch ein anderes, sehr, sehr exotisches Währungspaar, aber mindestens genauso spannend, Cut-Yen, der nämlich gerade auch hier ein sehr, sehr signifikantes Level attackiert. Das heißt, der fällt gerade unter rund 85 Pi mal Daumen und hat ebenfalls weiteres Abschlagspotenzial, was uns bis in den Bereich vielleicht sogar um 82 führen könnte. Also Cut japanischer Yen ebenfalls gerade ziemlich interessant. Cut generell gerade relativ schwach auf breiter Front. Der US-Dollar ist nicht besonders stark. Wenn man sich den Dollar-Cut hingegen anschaut, dann sieht man, der Cut scheint hier nochmal um ein Vielfaches schwächer sich gerade zu präsentieren, was etwas anders bedeutet. Da scheint ganz offensichtlich eine enorme Unsicherheit zu sein. Nicht nur rund um die neue Verhandlung des NAFTA-Abkommens, sondern eventuell auch ausgehend von der gerade stattfindenden, im Moment, morgen, von der morgen stattfindenden, ich hätte es jetzt fast verdreht, und zwar am Notenbanksitzung der Bank of Canada, wo man vielleicht nochmal ein ähnliches rhetorisches Feuerwerk oder eine rhetorische Überraschung dann zu sehen bekommt wie hier das letzte Mal, das war am 18.01., als nämlich Stephen Pollard andeutete, dass eine Zinssenkung weiter auf dem Tisch liegt. Also es gibt einiges, was ziemlich spektakulär und spannend sein könnte. Wir bekommen jetzt aktuell schon so ein erstes, so eine erste Andeutung, Dollar-Yen zum Beispiel, oder eben ja auch diese Antizipation vielleicht eines dann eher dovischen Stephen Pollers, vielleicht auch in Antizipation, mögliche negative Effekte durch eine unvorteilhafte Nachverhandlung des NAFTA-Abkommens zu Ungunsten also der kanadischen Wirtschaft abzufedern, ja, dass den kanadischen Dollar, also es gibt den einen oder anderen ziemlich interessanten also im Impuls gerade, den wir zu sehen bekommen. Dennoch, ich denke, es ist zu früh, sich zu positionieren. Die Möglichkeit, sich zu positionieren, wird in den kommenden Tagen sicherlich noch vorliegen. Wir sollten aber erstmal abwarten, wie der Markt generell Trump heute vom US-Kongress eben dann entsprechend aufnimmt. So, und das soll es meinerseits gewesen sein. Ich wünsche euch Happy Trading. Passt auf die Stops auf. Und wir hören dann morgen zum Morning Meeting am Mittwoch, den 1. März 2017 wieder voneinander. Ich freue mich auf jeden Fall drauf. Und bis dahin, habt euch auf jeden Fall wohl. Macht's gut. Wir hören morgen voneinander. Bis dann und tschüss.